Ich bin gerne bereit, Karma-Riven zu spielen. Das klingt ja so gut für Karma. Aber das ist ja auch useless für ihn, er wird ja auch niemals Riven kriegen. Er wird ja niemals Riven bekommen, wenn er OTP ist. Auf jeden Fall. Boah, dann, wo können wir machen? Ich spiele Frozen Heart Karma und Riven, kein Problem. Ich habe auch richtig Bock, mit euch gleich essen zu gehen. Ich habe so Hunger gerade, das ist crazy. Ich habe auch mega. Wir müssen noch eine Stunde durchhalten. Wir können ja überhaupt nicht essen. Ja, ich weiß, nach dem... Wir müssen jetzt erstmal pünktlich da hinkommen dann, ne? Weil sonst, wenn du... kann mir jemand die Adresse schicken? Was gibt's da zu lachen? Ich schick die Adresse. Ich hab schon mal ein Escape Room gemacht. Ich hoffe, ihr seid nicht fucking Sherlocks, Alter. Das ist so hart. Also, ich habe es noch nie mehr im Leben gemacht. Und mein Gehirn ist gerade ziemlich aufgeweicht nach 8 Stunden. Du bist doch auch nicht dumm, aber machen wir. Das hat nichts mit Dummsein zu tun, tatsächlich. Manche Sachen checkst du einfach nicht. Okay. Also bist du dumm. Schade. Das so, machen wir jetzt trotzdem Riven oder was war jetzt der Call hier? Der Joke ja, gesagt. Er hat nur gejoked. Naja, einfach Riven bin. Okay. Kommentar nicht mehr raus, nie mehr. Kindred, ja? Immer noch Kindred? Ja, oder? Ja. Muss was? Nicht, aber ja. Dritter Ball einfach dann jetzt Karthus, wenn die nicht verliert, oder bleiben wir bei allem? Okay, keiner sagt was, dann mach ich Karthus. Ja, machen wir Karthus. Also sieht deiner gemacht. Okay, aber ist eh fun für uns. Warum ist mein Video unveröffentlicht? Das macht Twitch dann automatisch? Achso, du meinst das Wort von heute? Ja. Das war bei mir auch bugged, ja. Die haben das einfach, also das ist unveröffentlicht, das ist irgendwie ausgeschaltet. Und die Jarven picken. Mal wieder. Sorry, Entschuldigung, lass es konzentrieren. Entschuldigung. Jarven Karma. Ja. Glaube ich, ein sehr possible Draft. Muss ich dir jetzt so sagen, Agroin, ich weiß nicht, wie ich das kopieren kann. Okay. Ein Boomer bin. Kani, kannst du ihm helfen, oder? Was macht er denn? Ja, die Adresse ich muss die Adresse kopieren. Aber wie heißt es denn? Ich kann es aber selber suchen. Mit Jarven Karma ist schon mal super. Ich würde einen Champion, den ich gerne ein bisschen mehr spielen würde, wäre Orianna. Aber wir wollen ja erstmal jett Botlane. Nee, wir brauchen erst einen AD Carry jetzt, ne? Ja, dann haben wir Triple Flex, wenn genau. Wir AD Carry draften. Ja. Mhm. Das ist die Ari. Ich glaube, das sollte auch fein sein. Das ist ja. Okay, ja. Karma. Es ist nicht besonders geil. Ist halt geil, extrem stark, ne? Mit Xin Ari können wir schon mal nicht 2v2 contesten. Na, wohl mit Karma vielleicht. Ich denke, wenn deine W durchgeht, gewinnen wir immer, aber kommt halt drauf an. Was ich immer mit deinem Handy einen Screenshot mache. Okay, gut. Dann merkt ihr einfach die Adresse und tippst sie. Ich sag einfach gleich, Agri, wenn wir fahren, wo wir hin müssen. So. Röki weiß nicht, wie man mit seinem Handy einen Screenshot macht. Ja, aber Kani weiß es auch nicht. So. Ja, bei meinem Handy geht's halt anders. Okay. Kannst du Trash Talk? Was wollen wir? Lucian Bot, ne? Safe. Ari ist Nami. Wir haben Nami Lucian. Wir haben getrollt. Also okay. Jinx einfach nochmal, oder? Ne, Xayah dann, würde ich schätzen. Achso, ja, stimmt, ja. Mhm. Aber gegen Nami Lucian ist Karma Bot auch gut, ne? Sogar richtig gut. Tatsächlich, ja. Ist gut, tatsächlich, ja. Weil er die vom Vorangehen blockt. Dann waren wir jetzt, was, 2 Toplaner oder 2 Midlaner, ne? Normalerweise. Ich glaube 2 Toplaner hier, oder? Dann war ich einfach nochmal Jax oder so. Mit ist eh sehr safe. So easy geht das. Kurz on stream leaken, easy. Ich habe auch gerade so Angst gehabt. Ja, aber ich. Was hast du geleakt? Nee, das ist. Okay. Dieser TS-Sound die ganze Zeit. Blink! Blink! Ich glaube, das ist das, ja. Ja, okay, gut, dann haben wir es. Aber. Ja. Ben Akshan, was bedeutet das? Ist das Lucian Mitte vielleicht? 15 Minuten. Ja, aber dann oh. Nami macht wir nicht sollten, so viel. Lass hier Ari picken. Also pick jetzt Nami und sagst, es ist Ari. Willst du das wirklich machen? Ja. Wenn wir 2 Top-Liner, okay, aber das ist weird. Wir waren 2 Top-Liner und blind picken dann mit. Ist eigentlich bad für dich, oder nicht? Nein, das ist völlig fein. Weil okay. Die wollen Ari haben mit den Bans. Die Akshan und Syndra sind beide gut gegen Ari. Victor countert halt. Also beide von denen. Das ist fun.
bisschen unorthodox, aber schau. Ja, es ist wieder das gleiche wie letztes Mal. Ne? Ihr könnt jetzt legit einfach wählen, was ihr wollt. Was soll ich spielen? Ist sich Gangplank hier wieder in Zellen? Zwei immobile Carries? Können Gangplank spielen, Aatrox, Ornn, Rumble. Mit Jarvan auch nicht unbedingt bad. Ihr könnt, also, kann auch nach Gangplank gehen, wenn du möchtest, sure. Ich will die Runde in den Dings probieren, Tank schauen. Gangplank? Ja, sure. Ich doch schon am besten, oder? Ja. Mhm. Was war jetzt die Argumentation, keine Lane-Kammer zu spielen, also Solo-Lane-Kammer zu spielen? Weil sie auf Bot so gut ist gegen Lushnami. Die Spotlane legit der einzige Champion, der hier wirklich... Weil du praktisch die Müll immer reindashen und dann gibst du dann halt Mantra-Kuh ins Gesicht und läufst weg. Ja, okay. Kommt. Oder? Also so verstehe ich das Matchup. Du hast komplett recht. Wir hätten die natürlich sonst auch Mitte spielen können, ja. Wäre auch völlig okay gewesen. Wobei ich sagen muss, eine Soraka wäre hier auch gar nicht so verkehrt gewesen. Willst du doch adaptieren? Ich kann immer noch das Top-Lane spielen. Ich finde das sehr viel lieber. Also das Ding ist, der Sinn ist ja, dass wir das einmal sehen in den Solo-Lanes. Dann würde ich halt gerne beides swappen. Also würde ich gerne sowohl, also würde ich Karma Top spielen und Soraka Bot. Wenn Matchup sind, die ihr testen wollt. Bei Last Pick könnten wir noch ändern. Ja, Last Pick können wir ändern. Wir sind Red Side, ist fein. Wenn das, dann ändert das. Dann spiele ich Karma. Ist fein. Dann spiele Soraka, oder? Ich weiß nicht genau, ich sehe jetzt nicht, wo es gut ist, aber ich lasse mich gerne überzeugen, ne? Ich spiele, by the way, Tank Jarvan. Also, wir brauchen einen Damage Queen. Also, du hast sehr wenig. Wenn wir jetzt kein Geldback haben, musst du auf jeden Fall Damage Jarvan spielen. Ich spiele nicht Karma mit Tank Jarvan. Wieso? Ja, weil, I mean, wir haben dann AP, wir haben dann Poke, Xayah, Ahri und Jarvan. Tank Jarvan? Ist das nicht genug? Die Antwort von denen war eher Xayah und Ahri zusammen? I mean, could be fine, aber es ist auf jeden Fall, haben wir sehr wenig Pressure Topside. Oder generell, ich meine, Karma Jarvan werden wir nicht mehr machen. Wir hätten dann Victor gebraucht, Mitte selber. Das ist ein Hypercarry oder so. Lass das einfach mal holen, wenn es daran scheitert. Aber die Philosophie ist ja, wenn wir jetzt so Raka Karma haben, dann bist du ja tanky wegen uns und dann machst du Damage wegen deiner Items. Aber ich kann schon wie ein. Also, Was ist denn, was heißt denn Tank-Java bei dir? Chem-Tank oder wie? Chem-Tank, ja. Ey, okay. Mit First Strike. Aber warum denn mit First Strike? Das machen alle. Das Spiel hat Malrang immer. Ja. Damit, no? Nein, Malrang ist super useful damit. Aber ich halte das für. Ich will es einfach nur mal fühlen. Aber du hast Double Enchanter. Willst du nicht auch Karma mal fühlen? Sag mal, aber du spielst doch sonst immer Damage Jarvan. Ja, du, ich hab warum ja, ist jetzt das, weil das ist das erste Jarvan-Game ist seit Jahren. Ja, aber du hast eine Karma und eine Soraka. Okay, ich geh Conqueror. Du gehst Conqueror jetzt ein Stück. Alter. Sonst komm ich runter. Ich geh fucking Prawless Claw first, Alter. Bitte geh Conqueror, bitte. Aber ich hab auf meinen Tisch gehaut, das war nicht so gut. Brücke, du bleibst bei Heal? Ups. Ich denke ja. Dann geh ich Exhaust. Ja. Wobei. Ja, sollten wir swappen wahrscheinlich, ne? Oder Barrier? Dann ja, besser. So ist besser, ja. Wenn du mir eine Barrier in fucking Team-Ranked hier reinballerst, dann geht's aber los. Team-Ranked. 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 Soll ich dir nochmal dein Handy erklären, Opa? Alles gut. Es war ein mieser Front, weil ich konnte ihm auch nicht helfen. Na, dann ist nicht gut. Ich hab keine coolen Karma-Skins. Boah, unser Teamkopf ist so nasty. Ja, wenn wir Damage schaffen, haben wir sie dann nasty. Ja, wenn wir die ersten 10 Minuten überleben, dann gewinnen wir. Rookie wird ja auch OP, ne? Du spielst Moonstone, ne, Kani? Moonstone. Okay, ich spiel Shureyas dann. Easy. Ey, Double Moonstone ist kein Grief, ne? Also nur so nebenbei. Aber ja, aber es gibt halt Hildius sehr viel Value, ne? Ja, aber Shureyas, das ist so oder so. Double ja. Moonstone ist kein Grief. Nein, weil er mich damit heilt und ich bin der Soraka und ich werde low, wenn ich heile. Das ist keiner True, aber Shureyas ist einfach zu gut, um es nicht zu kaufen. Ich glaube, du gehst Shureyas, aber Anti-Heal geht Soraka, ne? Dann. Oh, nee, du gehst Shureyas, Anti-Heal und Soraka geht Moonstone Staff. Ja, genau. Das klingt ja super. Ja. Actually, das klingt ja richtig gut, dann ist auch Norway super fett. Wir sind die Uvo-Gang ab jetzt. Aber er kriegt dann Staff von Water Buff und so und er ist Syndicate Arcanist. Ja, genau. Also je mehr er prastet, desto mehr. Ich wusste, dass sowas wieder kommt. Aber bei dem Skin, das ist auch genau der Skin, hä? Okay, können wir Level 1 werden irgendwo? Wir. Nein, die. Also ich line jetzt einfach. Nein. Würde ich sagen. So stark sind wir nicht. Du stellst Wort nicht, Kani, dann stell ich das. Ach, wirst du es doch haben? Kriegt ihr Bot Lane Prio? Nein. Are you sure? Jetzt nicht an testen, ne? Ich will jetzt ein sauberes Game sehen. Dann fange ich unten an. Dann fange ich unten an. Warum hat Dude jetzt seinen Account gewechselt? Aber solo, actually. Aber also, ich bräuchte Coverage, aber das ist nicht selten, wenn alleine. Aber also, das fange ich wegen seinem Ego, weil er jetzt zeigen will, dass er der Fiddler ist, weil er gegen uns gewonnen hat mit Fiddlesticks. Mhm. Könnt ihr mich vielleicht. Oh, look. Da ist ein Sensar drin und das ist Gragas. Willst du in den Blue Warden gehen?
Sure. Du kannst ja, hast ja gerade Free Passage. Also egal, so, das ist Gragas, ja. Das ist Gragas. Das ist er wirklich. Oder? Das ist er wirklich. Ja, die sind da drin. Der Fiddler. Wait, warum heißt der jetzt der Fiddler? Der hieß doch vorher noch Blank. Da haben wir gerade drüber geredet. Hörst du mir nicht zu, Noe, Mann. Nee. Nee, das war ein Saaswort, das war ein Saaswort. Soll ich mal Blut abfangen gehen? Bleib mal hier, kann ich, vielleicht brauche ich ein Autodeck. Kurz. Ja, Moment. Sind Saar startet, was Level 1 ich E, ne? Aus, ja. Wenn der E benutzt, kann ich die abfangen gehen. Mhm. Das geht. Er schreibt zu mir ehrenlos und sie spielen Duschen. Wie viel Cooldown ist der Scheiß? 10 Sekunden, 12 Sekunden. Schon sehr lang. Hier drin? Ja, ist fein. Schon mal deine Energies. Alles sehr gut, dass du wissen, wo du bist. Der von denen ist wahnsinnig aggressiv gerade. No one will block my path. Hätte Ghost spielen sollen. Das ist so, ja. Dann kann ich den runterrennen. Und das hat keine Potion mehr. Ist der gerade gewartet hier? Ich glaube ja. The Red Games ist er, ne? Warum? Hopp hat literally ein HP gerade, bruh. Lucian Nami Weibel ist. Weibel drin. 10 Minuten, dann sind wir Boss. Das fuck. Jetzt sagen wir 15. Da ist ungefähr der Sensor. Ich bin auf jeden Fall sehr viel schneller als der. Ich hab den Schuss im vierten Stack. Wie, kann ich gehen oder wird Botlane gedived? Ich kann euch nicht diven, oder? Können sie diven, denke ich. Nee, glaube ich auch nicht. Dann schaue ich mal nach oben, actually. Ich habe einen schönen vierten Wave gestackt. Er hat auch beide Pots raus, aber. Wenn wir so viel Damage machen können. Ich habe 10 Sekunden, habe ich eh. Diven uns. Soll ich die peen? Das ist schon zu spät wahrscheinlich. Ja. Okay, krass. Ich hätte nicht gedacht, dass sie können. War auch. Was? Hab ich einfach gedived, was? Einfach straight gedived. Lucian und Xin haben geflasht, right? Midlaner könnte TP'en von den. Wobei der Jungle. Aber du darfst ja nicht aus der. Ja, ich hoffe, es ist wirklich sehr low, aber wir können relativ easy bleiben. Ja. Mitte kein TP, also der kann auch nicht dazu kommen. Ihr müsst den bleiben einfach oben. Kann nicht auch easy tanken. Diese. Diese eigentlich, oder? Ich laufe mal. Rave ist collapsed. Bitte 8 Sekunden für EQ. Ah, dann ist Hartz oder Wave. Botlane kann move. Botlane aber nächste Wave ist eine Cannon Wave, ne? Das nee, ist nicht mehr wirklich gut. Actually, vielleicht kriegst du die rein, du bist Kammer. Ja. Ja, der ist auch alleine, also. Der ist immer noch Mitte. Ich werde kein Mantra mehr haben danach, doch. Der ist sehr, das ist Level 3, ne? Nami ist auch Mitte. Mir ist rausgeforst, ich glaube, es ist nicht too bad. Kann ich das hier? Actually, ich kann das nicht nehmen, ne? Kann mir helfen, aber ist problem nicht gut. Echt? Ich bin. Doch, komm. Der TP zurück, der TP zurück, Mate. Jetzt kommt der Fiddler hoch. Ich hab ein Level Advantage. Der Fiddler kommt in der Toxin kommt hoch, ne? Ich hab kein Flash, ich hab nichts machen sollen. Der war tot. Ja, ich bin ready, ich bin ready, ich bin ready. Der ist aber sehr, sehr klar. Der hätte mich gerade fast gewonnen, ne? Mhm. Der. Hier ist der Victor, können wir für den gehen? Ich hab Conqueror Sex, weil wir gewinnen das, wenn du überlebst. Ich bin absolut dead, hab noch kein Shield für eins. Ich komme. Wir gewinnen. Wenn wir nicht sehr sicher. Ich muss basic hintertauschen. Ich bin noch Ich hab noch weiter. Wandert er wieder eh? Ich hab einen 2 noch an Orb. Ach, schade. Jetzt der Sensor kommt, actually. Also bist du am Arsch. Bin ich? Ist nicht die Pflanze hier einfach? Ja, die spawnt gleich, ja. Spawnt spätestens 5:35. Ich guck mal, da ist er. Den töten wir doch. Kann ich bin noch ready. Ich hab Shield. Aber nicht, weil du... Boah, da war ich nicht in Reichweite für. Wollen wir den... Ich meine, du bist halt, ich bin halt hier gewesen. Nein, das ist nicht deine Schuld. Das ist meine Schuld. Das ist also, wohl meine Schuld. Ich fahre jetzt hier meine Welt. Es tut mir super leid, Tolkien. Ich hab komplett gegrüßt. Ist auch tot? Ja. Ich hasse uns so sehr arg. Wir müssen ein bisschen weniger lachen, mehr spielen. Ja, das war echt witzig. Sag ich jetzt mal so als 0. Ich
Weil es executed actually? Nein! Ich bin wieder mit auf dem Weg. Wir können hier auf jeden Fall was machen gleich. Challenge, what you know. War actually geworden, ja. Muss der Typ jetzt ihm helfen, rauszupushen, Top-End normalerweise. Er wird für die Krabbe gehen. Boys. Der hat noch Level 3. Nami, kill mich fast. Muss ich auch noch lachen. Wir gewinnen Tweet, oder? Problem. Das ist da unten irgendwo. Wir könnten unten vielleicht mal Hilfe gebrauchen oder so. Oh, krass. Das ist legit sehr useless, das zu sagen. Ich kann damit nichts anfangen. Okay. Mitte ist sehr free, ne? Wir bräuchten unten einen Auspush. Probier's mal so. Okay. Hey, ich hab einen Freaker. Ich komm. Ich move instant. Aber auch instant? Ich move auch. Dark ist noch nicht 6. Hat der Flash? Sorry. Nein. Willst du ihn haben? Ja, ne. Ja. Warte, Gag ist noch? Ich komm her, ich komm her. Victor, keine Ult. Free. Big money. Hast du noch einen Double? Ich hab erst gedoubled gerade. Darf ich den nehmen? Okay, ich hab einen Assistor. Ja, lass dein E bekommen. Nice. Mega! Boah, die Wave pusht. Well done, guys. Well done. Okay, bei der nächsten Ult komm ich runter. Okay, Brücke. Ja. Gib dir den Auspush. Ich bin really strong. Er hat 13 CS zu 53, guys. Also, top is going hot. Ich bin jetzt gleich unten Level 6, dann kann ich auch helfen. Also vielleicht könnten wir Play machen. Haben die Summoners? Ja. 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 Alle. Ja. Ignite is down. Cool. Aber die Wave cool. Ist halt immer noch frozen. Das ist halt so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob wir. Also, ob wir die entpushen, auspushen können. Ja, ich glaube, es ja, sind so ein bisschen regelt es sich von selbst. Welch in dir? Im Bereich des Möglichen. Der Typ ist Level 6, geh weg, der Kaldo, du bist tot, Mit Nami. Na, das löst den Freeze auf da, das, so können sie ihn nicht halten. Victor ist gerade missing, wahrscheinlich einfach Base. Ich bin mir echt sicher, das komplette Culling mit Nami one-hitted einen von uns. Oh, sicher. Hat ein Windwurf sind Sau. Wir haben immer Prior of the Herald. Wir haben immer Prior of. Oh, jetzt Botlane. Botside. Wann wird Soraka denn gut gegen die? Oh. Botlane sind Sau, Leute. Können wir Botlane helfen? Bei dir? Einfach generell. Werden die hier gedived? Ja, ich meine, was macht denn Sau sonst hier? Mausetot. Ja. Könnt ihr jetzt hier hinkommen? Wir brauchen Division hier. Ich kann gleich kommen, ja. Soll ich jetzt direkt kommen? Der geht einfach raus und dragt, ne? Aber die kranken Dragon, also. Aber wir können niemals was machen. Willst du was probieren? Nein. Ich meine, das ist halt um die Lucian Nami Lane rumfalten, ist glaube ich sehr riskant, oder? Ja, irgendwie. Harold ist free, ich nehme Plates, Top-Lane for free. Ja, ich denke auch, dass das hier der Call ist, ehrlich gesagt. Ich meine, das ist natürlich bitter, aber. Also, das Gute ist, dass sie nicht gedived haben. Botlane is missing. Man ist Soraka 6? In einem kompletten Level, ich bin gerade das 5 geworden. Victors are the sole authors of history. Ich hab falschen Spell gemantrat. Der Flash, der Kerl? Ja. 10 Sekunden wieder. Ich hab auch wieder Flash on the plus side. Hast du ein Ward? Wenn du willst, können wir jetzt zusammen kurz warden gehen für die Ground? Kein Flash, aber wir gleich wieder unter Trends das Vorschau machen. Bitte kein Flash, ein ins Spiel. Und was war Bot? Saar war Botlane? Ja. Okay. Lass du die Blast von da? Ja. 2 Sekunden. Okay. Lucian hat geflasht. Bitte kein Flash, kein TP, kein TP. Komm, Topside. Falcon, willst du was probieren? Ich muss Base nicht. Ja. Ich bin da diesmal. Dann nicht. Ich glaube, es ist fein, wenn wir einen 1v2 kriegen am Anfang. Ich move jetzt. Er wird das nehmen und dann wird er zusammen gehen. Gragas hat aber Flash. Gragas kann jetzt auch move, ne? Der weiß, dass ich move. Victor hat kein Ult. Guter Call. Nice. Warum geht der denn so ham? Also keiner seiner beiden Lane ist gemoved. Ja, aber also er weiß, Aries. Der Bus ist nicht. Pushen wir aus. Ja, aber er weiß, dass ich Lane einfach so verlassen, nachdem ich den Typ Auto-Attacke und Turret Auto-Attacke. Er weiß halt auch nicht, dass ich da bin. I guess. Ja, vielleicht zu dem Moon, du brauchst mich eh nicht. Ja, ich hab das verstanden.
Wie sieht das aus mit dem Turm, Top-Lane? Wollen wir den nehmen? Wenn du überlebst jetzt? Ich überlebe jedes Mal. Das ist wieder Missing, der kann noch. Nee, ist wieder. Er hat über die Wand gewartet. Hier ist ein Wort, dass du es weißt. Wollen wir First Blood Tower nehmen? Ist glaube ich nicht. Wir haben ihn in der Sure? Aber wir haben Action the Bully sehen gerade, ne? Okay, ich kann ihn schon mal probieren. Ich glaube, du solltest Mitte oder Bot mit. Ja, ich glaube, gerade Mitte ist geil. Aber Top-Lane ist halt First Blood, dachte ich mir. Ja, aber das ist. Ich glaube, wir sollten die Lane noch nicht auflösen, nur Tolkien ist so strong. Ich werde jetzt nicht mehr als 40 CS vorne bleiben, halt so. Wird so ungefähr bleiben. Aber meinst du nicht, du kannst einfach Botlane laufen? Also fuck Top-Lane so? I mean, I could, aber ich kann auch Mitte die Gender-Strategie? Brauchst du mich Mitte? Ich bin mal Mitte einfach. So, du kannst mit mir einfach zusammen Botlane laufen, oder nicht? Hat der Ult, der... Nur reindashen kannst du ja? Pass auf, die Botlane hat Move, ne? Die Botlane hat Move. Also ich würde lieber, wenn ich noch OP bin, Arguin, einfach Plates nehmen, top. Ich brauch 2 CS, dann habe ich Ulti. Ich parte jetzt gerade für Bot eigentlich. Willst du es nicht mal probieren? Nö. Token? Okay. Nö. Ich hab Free Lane Bully Top, das ist so gut für mich. Okay, okay. Komplett on Power Spike. Mitte hat kein Flash, ne? Das ist Free Kill. Der Lucian hat auch kein Flash. Ein Minion auf Ulti. Mitte hat auch kein Ult, ne? Ja, mit 15 Sekunden habe ich Ult, dann kann ich ihn cagen. Wir wissen nicht, wo die Enemy Botlane ist. Aber ja, das ist vielleicht ein Punkt. Okay, beide unten. Wir haben hier gewartet, kannst du das pinken? Kann ich, bin da. Ja. Okay, ich jetzt bin Solo-Bolo oder was? Kannst du, glaube ich. Der hat keine Ulti, der hat keine Ulti. Ah, der weiß das sogar, aber es ist das sogar lustig. Ich geh wieder für die Top-Camps. Kann ich den canceln? Ja, canceln ihn oder nehmen wir Turret noch? Geld fürs auch raus. Gargus versucht Camps zu covern. Okay, der Moment. Er hat Angst, gedacht zu werden. Hat mich die Name gerade geflasht? Ja, ich nehme mal weiter Camps. Okay. Ja. Findest du wieder Mitte? Ich bin jetzt einfach so hell. So, wie bitte? Hast du gesagt? Mitte einfach so hell? Ja, ich glaube, ehrlich gesagt. Und dann. Ja. Ich glaube aber, ich glaube, wir hätten einfach mit Top-Lane herren sollen früher, to be honest, damit auch aus Lane rauskommst. Jetzt komme ich der Kassel ist gerade hier und den Turret hitten. Wir haben 30 Sekunden auf den Platten. Botlane ist missing, ne? Kann die oben sein schon? Nee, ne? Ich denke einfach. Nee, noch nicht. Glaub ich. Wir können nicht dive, ne? Ich kann kommen. Wait, bist du so OP? Ich bin Bot, halt. Nee, du bist OP. Nein, du bist OP. Du hast so viel. Nein, du bist OP! Nein, du bist OP. Du bist nein, Top-Lane ist OP. Mein Karma ist OP auf der Show, ja. Das ist noch sind wir hier, ne? Also ich hätte niemals, I mean, du hast ihn aber gewonnen, hättest du einmal gestern aus Goblinke. Dann macht wahrscheinlich gerade unseren Blubber. Ich push schon eine Wave, ich bin greedy. Lass mal hingehen. Gleich, ich kläre noch einen Pink. Auch alles Gold. Oh, no. Können wir dann endlich mal zusammen... Oh, okay. Kommt der her! Also, Flash. Auf anderen Lanes, meine ich. Yeah, of course. Endlich mal, die Sass. Ist der Hexflash oder Normal Flash? Lass ich nicht. Du hast TP, oder? Hast du TP? Nein, hab ich nicht. Ah. Ja, wir haben, also... Ich mach nicht so viel geradeaus. Ich hab zwei. Ich hab Anti-Heal ready jetzt. Ich bin 25 so okay. Auf meine Ult. Okay. Ich hab leider noch keinen Seitz. Können Sie den Jungle baiten, ne? Ich glaub, der Dings hat jetzt wieder Flash-Up, der Kollege. Wird passen. Wollen wir Botlane laufen jetzt? Haben die Subspot? Da. Alles klar. AD Carry Flash, da haben wir keine Argument Ult da. Brauchen wir nicht. Also, wenn du dabei bist, gewinnen wir einfach ab. Ich hab richtig Bock, Hextech-Gate zu nehmen hier. Ja, nimm mal. Ich komm gleich nach der Karte. Da kann nur Sensor sein. Ja, wir haben auch Soraka Ult. Ich glaube, die haben es gesehen, oder? Die chillen gerade. Das sind Matter. Können wir dafür gehen? Komm, Bot, komm, Bot, dann gleich. Ich nehme aber erstmal die Wortplätze, ne? Denkt auch an Victor TP, der ist wieder ab. Kriegen wir mal TP. Ich glaube, Gragas oder Victor? Ich glaube, Gragas. Das ist Gragas. Aber wir gewinnen hier, oder nicht? Also. Kann ich halt fast in die Mitte reinrotieren? Ich kann in Richtung Bot rotieren, ne? Okay. Der Mann dran 2. Das kann eh. Oh mein Gott, genau in der Mitte durch. Ich will noch mal rein, auch. Ich glaube, wir können da immer noch fallen. Wir können immer noch zwischen Türen spielen, ja. Ja, wir haben keine Wave mehr gleich, ne? Wave ist gleich gone. Ja, aber also, wir können einfach nach vorne setzen. Die rennen. Okay, wenn die rausgehen, gehe ich Mitte. Vorsicht da! Akurin! Das hier ist jemand. Ich komm Mitte mit. Ich glaube, ihr seid Firebot, oder? Ich move dazu. Aber ihr könnt nicht sein. Pass auf, niemand ist Botlane, ne? Okay, das war. Warte. Nice, okay, wir haben den Turret bekommen.
Und ab jetzt groupen wir einfach 5 Mann und wir können nicht verlieren. Mhm. Ich hab 2 Items, ich bin so OP. Display. Ja, du bist komplett broken. War der Feinbot? Ich kann dazu moven. Flash. Ja, du. Das ist was Persönliches von diesem. Der ist geflasht für 100 Gold. Nee, hast komplett recht. Ne, ist gut für uns. Wer gut gemacht kann. Weil ich kann aber F-Catcher gehen, I guess. Wenn Brücke jetzt Mitte geht. Ich finde Mitte. Ja, wir sollten auch Ari gar nicht mehr also Mitte haben, glaube ich. Ari's Head ist so viel besser. 45 Euro. Und gehen Lucian den kompletten Turm geben, Bro. Ich komme Botlane, ich komme Botlane. Nee. Ich hab Mantra W. Wir haben beide noch kein Flash, wohl Nami kommt vielleicht wieder. Mitte ist super low, ne? Ich kann den One-Shot nehmen, Kerry, kann das nicht überleben, wenn du dabei bist. Welches sind sie auch? Ich habe auch mal, ich komme auch noch unten. Ich flash schon an, okay? Oh Leute, das ist echt low. Die Ausmacht, also Mitte pushen und wir diven, Victor? Achtung, die könnten turnen, aber ich hab schon GG. Ja. Sind sie aus hier? Ich geh auf Sinn, Sinn ist viel. Mantra W 1. Vielleicht hätte ich für den Shutdown gehen sollen, einmal schon. Was schon, war. Wärst du gestorben? Nee, nee, wäre niemals gestorben. Dann hätte ich dafür gehen sollen. Ich hab geflasht, damit ich nicht sterbe. Wäre sogar Double Shutdown. Wir können Victor kein Flash, Victor kein Flash. Wir können Mitte in Play machen. Ich hab schon tot. Kannst du kommen, Tobi? Ja, klar. Aber ich kann auf den Luschen flashen. Ja, Kragas kann von oben. Die werden der Base oder Mitte. Wir haben es gesehen, es ist nicht. Okay, wir können es aber noch machen. Ich trotzdem, oder? Die müssen ja den Turm abgeben. Hier ist ja niemand. Geh wieder weg. Oh. Nein, ich mach das weg. Ah, ich komm ein Grunde, kann ich durchkriegen. Double. Mach's mal bitte, was ist das? Gragas von der Seite, Gragas von der Seite. PP, hier, Tag, Gate. Oh shit, wie ist das? Nee, das war nur der Nami-Flash, der Lucian ist gegelt fast. Man, wenn ich durchrenne, bin ich maybe hier. Ich hab zweimal gegelt. Ich war ein bisschen zu früh, aber also Nami ist geflasht, der ist gegelt fast, ne? Ja. Wenn ich da früher move, also ich bin ein bisschen rausgemoved, weil ich nicht wusste, den Play noch machen möchte. Ja. Haben wir beide. Wenn ich straight durchmove, kann ich es rechtzeitig schaffen. Aber ich habe auch nicht mit Hexer Gate gerechnet, denn Sau kommt von da, das war kein Abpack. Ja, mein Gott, wir kamen auch nicht raus. Also ich hoffe, jetzt Riss Item Redemption, wenn wir. Ja, ne? Oder gehe ich. Ich brauche kein Mana, kein Ding ins Item. Bei mir dauert sie noch ewig, bis ich habe noch nicht mal mein erstes. Von daher. Ich gehe mal kurz für den Harry checken. Wenn der den machen würde, würde ich da schon direkt fighten. Du hast ja TP, oder? Ich habe TP ready, ja. Okay, never mind, das kommt. Dann einfach für Dragon spielen. Grouped für Dragon. Ich glaube, wir gewinnen jeden Teamfight aktuell. Yay. Yeah. Ich brauche, glaube ich, unbedingt ein bisschen Armor. Mhm. Ich gehe Frozen Heart next. Frozen Heart sind unten. Ich move. Der Kev, ne? Ah, ja, shit. Schon. What? Der ist low. Speed me. Ich habe erst Speed in 1. Speed in 3. Ulti in 30. Holy shit! Victor hier oben. Ja, ich will für Victor gehen. Oder für den halt. Ja, ich kann dir da nicht so gut helfen. Bei mir? Die Wand, I guess. Lucian kann auf uns auch committen, jetzt auf die Supports. Ich glaube, ich bin tot. Wir können halt hier nicht followen. Ja, ja, ja. Das ist 1 für 1, aber ich glaube, es ist nicht worth. Ich glaube, ihr gewinnt nicht mehr, guys. Ich kann aus der Base gleich kommen. Ihr gewinnt nicht mehr, ihr müsst abgeben. Nee, müssen wir. Ja, machen wir mal mit. Ja, das war mal mit. Das dritte Drake für den, ne? Shit! Move wir noch rein. Ich bin ziemlich sicher 5 gegen 5 gewinnen. Move wir noch mal rein. Die Play, so ein Play. Hammer ist nicht da. Ich move Zeug zurück. Das können wir vielleicht spielen hier jetzt. Ich hab kein Blue Trinket ready. Ich komme gleich. Aber ich glaube, die sind raus. Ich will mitgehen. Hallo, hast du Charm? Ist das TP? Da musst du gewonnen hättet. Holy moly. Krass, dass wir das nicht spielen können. Das ist krass, ne? Die Nami ist so strong, ne? Ich gehe mir jetzt nicht verteidigen. Die ging jetzt in Mitte 2 halt auch noch, ne? Weil jetzt sieht's echt schwer aus, das Game. Wow, das ist auch kein der Grief. Oh shit. Der rennt komplett runter, ey. Ah, zu gay, fast auf mein Gesicht. Didn't expect this. Holy moly. Okay. Ja, dieser
Die Nami hat mir most damage gemacht. Mhm. Das ist immer so. Die Nami. What the fuck is that? Oh mein, wie wollen wir Teamfight spielen? Einfach jetzt gemeinsam Ara Mitte und hoffen, dass wir ja, Schaden treffen? Ja, ich weiß, wir müssen nichts treffen. Wir können einfach legit 5 gegen 5 spielen. I mean... Ich glaube, so einfach ist das nicht mehr, du. Ich glaube, jetzt auch 10 Mal verkackt. Ja, aber wir kriegen ja nie das Setup dafür. Wir haben ja, weil alle, weil immer jemand immer tot ist. Okay, dann lass Ara Mitte. Ich komme. Ja, gar kein TV. Aber wir sollten noch mal eine Ult warten. Ist so. Für den Nebenbrücken. Ich glaube, ja, nimm. Halt einfach. 10 Sekunden. Wir haben einen Ignite, das war's bis jetzt. Ein Oblivion Orb. Nami ultet Mitte. Okay, könnte gut sein, könnte gut sein. Ist gut. Ist sehr gut. Und nur wenn du rein jumpst. Look, links. Ich hab den Lucian. Ja, ich hab Schild in 1. Schild hast du. Gerade sind so. Ja, ich bin weiter. Flash auf den. Spielt in 2. Ich muss mich selbst schädigen, ich muss vorsichtig von der Ult. Ja, let's go, Nash. Nash. Wer hat mir Play, wen meint er? Mich, ich hab Flash predicted und Jump. Really? Was? Ja. Also, du schon ja Flash auch, ja. Okay, dann Reset into Dragon, I guess, oder? Oder Mid-Bot, würde ich sagen, einfach Mid-Bot. Dragon ist noch 2 Minuten. Das wird sich so an wie Solo für Mann. Einfach. Mit der Hand. Well, if it works, right? Like a charm. What can you even say against it? Ich brauch unbedingt dieses Item hier, ne? Ich hab jetzt Redemption. Der Grax ist da Grax? Alleine. Aber ich glaube, wir sollten einfach Waves pushen, Leute. Ja, ich werde eine Wave pushen, Boss. Ja, und dann kommst du, ne? Mhm. Ich kann auch einfach rein tippen, bitte. Instantly. Oder wollen wir 2 Waves spielen? Ich werde auf jeden Fall in die Slip pushen. Ja, aber also wenn ich bin daneben, no daneben dir. Und dann geht's okay, actually, Side Lane. Hast recht. Okay, Side Lane. Du schnell Mitte Bock. Wer viel Bock? Nein, ja, da muss ich einfach da sein. Das ist einfach bad. Ja, da ist der ganze Nash weg. Aber das ist auch einfach unser Bad Door. Ja, wir hätten actually alle Mitte sein sollen, I guess. Ja, alle Mitte. Safe. Ich resette. Jo. Hm. Wir verteidigen dann also. Der Gragas hat noch Ulti. Sollen wir 3 gegen 5 verteidigen, Colin? Ich denke so. Ich habe Redemption, noch 3. Power Spike, ich bin strong. Du hast noch kein Flash, also ich muss den Lucian killen. Ja, ich könnte einfach 10 Sekunden warten, Brücke ist wieder ab. Und ich habe 15, dann kann ich ulten. Ich kann mal warten. Ich will die Wave contesten. Oh, schöner Charm. Mensch, ist echt gut mit dabei, ne? Ich kann dir da nicht wirklich richtig gut helfen. Nicht around. Kommst du mir, ich kann dir Shield geben. Nice. Info. Oh. Okay, ich speed dich. Okay. Ich hab leider nichts. Wenn Noe noch was kriegt. Ja. Nur ist links von uns, rechts von uns. Ja. Das ist trotzdem gut, wir müssen den Draker bekommen. Die sind früher als ich da, ne? Also ich glaube, wir noch weiter Setup. Eben noch Push gehen. Nach Mitte? Full Setup für Dragon, Leute. Ich kann noch die Wave buffen, aber. Ja, der geht für mich, der geht rein. Oh mein Gott. Immer Charm halten, Marit. Am besten keine Summon aus mehr. Er ist hier, ne? Kann ich rausspielen, lauf nach oben. Lauf nach oben einfach. Der war einigermaßen neu. Dragon ist in 20. Ihr werdet resetten oder. Nein, wir können nicht mehr resetten. Ich werde TP dafür. Jarvan kommt, nicht resetten, nicht resetten. Ich hab echt TP, aber. Wir können den, glaube ich, nicht fighten. Doch. Ich glaube schon. Ich werde da sein, aber also ihr müsst sehr. Die können ihn nicht fighten. Nein. Du bist in Time da. Das ihr gewinnt dort. Der Lucian ist low, der muss eigentlich basen. Ist über Wards noch? Der hat auch einen Namen. Da ist jemand. Lass auf den gehen. Fire down. Ich hab den Namen. Nehmen wir jetzt Namien raus. Ich kann nicht. Ich gebe 1 Speed. Okay. Oh, wichtig, Leute, schön. Und weiter fighten. Ich könnte den Lucian hier unten finden. Ich bin hinter dir mit. Ich hab auch Redemption für dich. Mit rein pushen? Mhm. Komplett ready für mit Redemption. Gragas top, hat kein TP. Top den Rev. Ist das so, ne? Gragas top. Könnte auf dich wieder Mitte heimgehen, Brücke, ne? Kriegt das Mitte? Jetzt Reset oder machen wir weiter? Nee. Ich denke, Mitte, ich denke, oder? Weitermachen oder nicht? Also, okay, was kommt dagegen? Top Lane ist Gragas, Mitte ist Victor. Oder er geht auf Mitte. So. Vielleicht können wir den hinten schnell noch? Aber schnell den Tür. Ich hab den schon ready. Okay, jetzt raus.
Ja, ich würde Reset und Ara Mitte wieder. Also Botset Camps, genau. Ich habe 600 Gold bis Spirit Wizard. Ich glaube, wenn ich das habe, bin ich unkillbar. Was kauft man für das Item auf meinem Champion? Ah, hier wird gegafost. Sonja, das kannst du nehmen. Wir lassen uns da immer von erwischen, ich auch. Cosmic Drive so bad, ist sehr, sehr broken bei dir noch. Ist das Cosmic Drive? Ja. Warum nicht Stuff of Flowing Water? Weil ich das gerade baue. Wo kann man das nicht sagen? I mean, wenn ihr wollt. Ach, der kann nicht, oder? Aber ich weiß nicht, ob das worth it, das zu hören ist. Cosmic hört sich aber sehr gut an, actually. Okay, geht Cosmic Drive. Die gehen top für Tier 1 durch. Oder sie trappen wieder irgendwo mit Lunarmen. Warte, bis ich da bin. Ich flippe es. Okay, ich hab Ramsch für dich zumindest. Ich hab Ulti, sobald ich spawn. Aber ich krieg so ein Pinkboard, also. Ich. Na gut, ich hab's wie... Oh mein Gott, da war ein... Aha. Hä? Weiß, Chase. Ich hab... Sure? Ja, for sure. Also, das ist nicht Chase, das ist Ham. Nee, ich... Das ist Chase, ich nehm keinen Schaden. Vargas? Ich hab den Fisch. Keine, ja, ran, ich hab Sweepbuff. Ich, das ist, das ist die. Hier oben war noch jemand. Ja. Oh, da sind auch noch von denen, Leute. Ich hab Shield, wenn du rauskommst. Shield für alle. Schnappt sie euch! Du machst den Schaden, das war mein Fehler. Ja, Victor chase ich nicht. Ich chase immer. Der ist wahrscheinlich da hinten. Ja, da. Ich chase ihn auch. Jake, steh hinter denen. Go. Ja, ist actually gut, das ist wirklich gut. Wenn ein bisschen warten ist er für Nash nicht da so. Aber ich glaube. Ich kann auch noch warten mit ihm. Ich kann warten mit ihm hier, wenn du willst. Pass auf, Kani. Kani muss aufpassen, doch. Ich hab ihn, lass mich einfach. Hallo, wie ja, I mean, der ist genau live. Hat er TP? Ich glaube, der hat TP, ja. Das ist nicht worth gewesen. Dann haben wir nicht wirklich was damit erreicht. Aber es ist allgemein, wenn wir 10 Sekunden warten, dann haben wir Nash. Das ist im Allgemeinen ein richtig guter Call, doch. Im Allgemeinen ist ein richtig guter Call. Ja, ich resette, komm mal Midlane. Muss ich denn die eine Wave Mitte? Ja, ne? Leute, also wir sollten aber jetzt, glaube ich, hier richtig was forcen gerade. Am Nash Area. Da sollten wir ja. Ich hab Stopwatch, ich bin unkillbar, wenn die Eagles neben mir sind. Wir nehmen halt auch eine Menge Victor Damage, wenn du zu deep gehst, ne? Das überleben wir dann nicht mehr. Das ist zu, you know. Der Bot halt schreiben bei euch gerade auch alle Legs. Nee. Bei mir schreibt gerade alle. Look mal mit, ne? Ja. Ich hab keinen Drop. Ich werd reinflashen. Ich bin ready, Leute zu speeden. Das speedet. Und shieldet. Das ich wie weit der kommt. Krass, ja. Aber nicht so weit wie wir. Wir machen Waves of Sights. Also Nash. Der ist saus bei uns im Areal. What the fuck, der macht gleich unsere Raptoren. Ja, der will ja den Nash stehlen halt. Ja, den jagen wir. Das ist so frech. Wir sollten. Wait, what the fuck, der macht Golems. Lass erstmal Nash machen, wir haben nicht zu viel Zeit. Weil wir haben in einer Minute Dragon. Ich will aber trotzdem auf den Sau gehen. Ich gehe hinrennen, aber ich zwinge ihn rüber zu jumpen, I guess. Der ist irgendwo da, ne? Da oder links? Da kann er nicht sein. Da ist er jetzt schon beim Drake. Oh, der ist nicht in der Maria, der ist nicht hier. Die war lieber für Soul spielen eigentlich. Lucian ist jetzt am Leben, also wir könnten vielleicht schon was posten. Der nämlich speedet. Ich bin ready. Speedy? Ich hab Shuri erst in 10, Gogo. Ja, ich bin ready. Ich ja, actually. Ich werde noch nicht ulten. Wir haben Gragas. Ja, ich hab Shuri erst für die Backline. Drop off maybe? Ja. Wir sollten Mitte gehen, by the way. Ich glaube, Mitte Wave ist huge. Ich könnte, wenn du mich spielst, hier rein. Ja. Da ist ein Pink Ward. Ich spiele alle hier. Müssen wir kurz dodgen. Ja, nur die Wave und dann zurück zum Dragon. Der wird wieder für den Steel schauen. Aber wir könnten auch hier rein, Leute. Das fliegen 5. Ich bin komplett ready. Ja, gut. Mantran 2. Gragas? Vorsicht, backline. Ich kill gerade hinten, ne? Ich komm nicht mehr durch. Hier ist jemand. Ich hab Brücke gespielt, ich bin nicht bei dir, Argon. Ich bin nicht bei dir. Von Nami und Gragas gesund sind. Macht der nicht einfach den Drake gerade, Dixon? Maybe. Nami und Gragas? Ja, dann einfach den Drake gemacht. Fuck, ey. Well. Ja. Da waren wir bis Aber wir gewinnen trotzdem. Also Teamfights, glaube ich.
Ja, ich glaube nicht, dass es viel ändert. Wenn ja, der Victor ist geflasht und ansonsten. Wir hätten nochmal, also es war ein bisschen overextended, da kann keiner richtig folgen. Hat einfach den Drake gemacht, während die 4v5 gekämpft haben. Was für ein sneaky Kerl, ey. Geist unten gewesen. Big group, I guess. Ja. Also, ich glaube, wir verlieren ja nicht. Not. Aber ich glaube, wir sollten für Tier 2 Top groupen. Also nach der Wave, wenn wir nach Top rotieren. Kannst du die eine Wave noch rauspushen? Philipp, willst du da sein? Ja, ich resette jetzt dann gleich und dann mit. Ich habe ja noch Nash Recall und dann bin ich gleich auf dem Weg, ja. Wow, ich bin hinter dir, mein geliebter Armin. Ich komme auch noch die Hexgates hier. Ich habe auch Nash für 45, vielleicht können wir noch den Turnier mitkriegen. Das war der Plan. Double Hexgate Action. Ein paar von denen waren im Botside-Bereich, ne? Ja, der Sau macht wieder richtig komische Scheiße. So, mit den Top-Lane-Turm nehmen und dann können wir ja. Wir könnten nur actually diven hier. Weil jetzt sind Sau ja unten, ne? Wait, die sind alle unten. Und wir rennen. Base. Wir haben Nash. Noch. Haben die da? Der Victor hat keinen Flash, ich ulte den. Wenn ich den sehe. Die gehen schon resetten. Ja, wir kriegen den Innen noch. Wir spielen den Fight, wenn sie kommen. Ich glaube, wir sollten jetzt hier rausgehen. Ja, ja. Aber wenn sie reinfahren, dann. Denkt an die Hexter Gates. Ich würde sehr gerne zurückkommen. Rein. Geh rein. Ja. Wir sind etwas weit weg. Ja, aber ich hab. Fein ist fein. Ich hab noch den Sensor. Hoppla, haben wir eine Wave? Ach, der Full Life. Oh, TP. Gargas, ein bisschen killen. Holy moly, so viele Buttons, die ich drücken muss, Mann. Die ganze Zeit ist alles ab. 111 Ability ist was eine Scheiße. Wow. Und Kane kriegt den Kill. Ich weiß nicht, wie von allen widerstehen. Kane mit dem Silence-Feld und der Banale den Kill bekommen. Alter Leute, wir haben heute so scheiße gespielt. Ne? Ja, es war echt. Wir waren echt Tag. Bad heute, muss ich sagen. Da war nicht schön. War gut gespielt von den Gegnern. Och mein Gott. Wow. Soraka ist ja der geilste Pick ever in Toonami Lucian. Zündung bei Brücke. Aber es hat echt schon Spaß gemacht. Ich hab mir Spaß gemacht. Das war schon geil, ja. Akama ist ja so stark, ne? Das ist ja so brutal. Ich glaube, in dem gleichen Game, wie wir Karma spielen, sind wir fein. Ja, ich glaube auch in dem Game vielleicht braucht ihr die Karma Botlane. Ich glaube, in dem Game kann man nicht einfach einen Nautilus-Bot spielen? Ist das auch vorbei nach dem? Ja, safe. Immer, wenn Leona oder Lautus Harte jetzt spielst, kann Lucian das nicht machen halt. Du musst immer respektieren. Ja, hört sich gut an. Ich weiß nicht, das wird advertised, der Pick wird advertised mit, ja, Soraka ist fucking gut in Toonami Lucian. Ich denke so. Ich check nicht ganz warum und dann stehe ich in der Lane und denke mir so, ey, ich habe jetzt 10 CS und der Gegner 60, wollen wir vielleicht mal. Machen wir noch Review? 10 Minuten? Ja, sollten wir noch machen, oder? Ich glaube, wir haben Zeit. Setzen wir uns noch einmal zusammen für Review, ja, schnell. 10 Minuten. Ja, das klingt sehr gut. User disconnected from your channel. Also ich bin schon länger deiner Meinung. Ist nicht so, als hättest du mich jetzt überzeugen müssen noch. Aber ich bin ganz ehrlich, am Anfang war ich nicht deiner Meinung, aber jetzt, also ich habe, wenn man ein paar Mal Kammer sieht, ist die schon sehr, sehr gut. Ja, wo fängt es denn an? Sehr viel früher. Ja. Wenn auf den Botland-Dive-Botland ja. Okay, aber die Frage ist, warum denkt ihr, ihr könnt nicht gedeiht werden und warum werdet ihr dann doch gedeiht? Das ist ja die Frage. Genau, das ist einfach, ich glaube, das ist einfach ein schlechtes Assessment von uns so. Also das ist ja, das ist die Situation, die Wave kommt rein, die ist auch einigermaßen gestackt halt. Ja.
Ja, ich glaube, aber wir spielen so Raka und wir spielen Exhaust und Heal. Das sind super defensive Summoners. Und Intruxia Dive ist nicht so attraktiv eigentlich für die Gegner. Und deswegen dachte ich nicht, dass wir hier gedived werden können. User disconnected from your channel. Ich bin aus dem Tower rausgeflasht. Ja, egal, wir sind so. Bin ich, also, guck mal, das Ding ist, ich frage hier, weil ich vielleicht dann nicht für die Kappe gehen würde, ja, sondern direkt Botlane. Ja. Aber ich bin eh zu spät, glaube ich. Oder? Aber ich finde den Call, dass wir nicht gedacht haben. Ja, du, wenn du Vögele machst, bist du eh zu spät, ja. Finde ich okay, weil ich bin nicht davon ausgegangen, dass sie uns bleiben. Wirklich nicht. Weil ich wäre jetzt in 15 Sekunden erst da. So, die haben jetzt halt eine Wave, so, und die ist auch, also die ist für uns nicht clearbar vorher, I guess. Ja, doch, ich kann schräg und wir, in den Tower flashen. Und wer, also ich sorg's halt hier. Das ist ein Sau gerade. Aber das ist auch ein super In von dem. Ja, hast ist du, es. So, aber dadurch, dass Kani nach also, oben... Ist das nicht der Fehler? Der will zwei Heals killen. Das auch, ja. Weil ich meine, wenn der erst kann, der nicht, also... Ja, dann kannst du Fallout blocken. Und nach oben wegflashen ist auch nicht gut, weil wenn der Melee-Champ die Aggro hat, dann kannst du einfach in den Tower flashen, um den Weg lang zu machen für die. Ja. Das ist echt ein Riesenfehler, das ist ein sauer Tower-Ding. Aber ich glaube nicht, dass der Play ist Silence. Das Ding ist, Silence Skill ist für den Dive nice, aber wir dachten ja wirklich, der Call war werden nicht gedived. Ja, okay, ja. Und hier ist das Beste für Lane, weil Silence macht da gar nichts, wenn du schon rein der Stelle Autotech ist, ja ein Autotech. Mhm. Also fairerweise, davor ist Botlane auch over, weil die, also Nami Lucian ist einfach sehr krank in Lane. Also es ist richtig gut in Lane, hat aber nur Damage und ist danach auch nicht so gut, deswegen würde ich jetzt selbst nicht spielen wollen, weil... Ja, müssen wir auch nicht. Und auch, aber auch, ich habe auch kein Problem damit, gegen zu spielen, wenn wir normale Supporter spielen. Ja, mit Nautilus ist es noch besser, aber ich sag, Soraka ist ähnlich gut wie ein Karmaker dagegen, wenn wir nicht Level 2 gedacht werden. Weil was passiert? Lucian dasht nach vorne, ich Q ihn und dann habe ich den fetten Heal und der Heal sustain basically den Nami E-Damage. Zu 90%. Da bin ich jetzt nicht dabei, aber... Doch, 1000%. Du maxst die auch so, oder klar? Und mit dem... Doch, 1000%. Ich bin ein sehr reflektierter Mensch, aber Soraka ist ähnlich gut wie Karma in den Match. Ich bin auch ein sehr reflektierter Mensch, so. Da habe ich wohl gewonnen, das Argument. Hm? Nö. Und zwar... Ich finde, du hättest sehr viel früher anfangen sollen, Toplane zu... nicht mehr zu spielen. Das ist einfach so ein bisschen diese Jenner-Strategie, weil irgendwann hast du ein Item und dann ist es scheiße, ja, was Toplane passiert. Also wichtig einfach nur, dass wir jetzt Mitte und Botlane so einnehmen. Ja. Ich glaube, das ist erst ab zweiter oder dritter Dragon. Ja, ich glaube sogar ab zweiter Dragon. Ist schon. Okay, diesen Damage. Ja, ich dann nicht schon. Ich meine, Jenner-Strategie ist broken, weil ich vielleicht hatte alles raus, oder? Für zweiten Dragon, maybe. Ja. Ich meine, deswegen practice du es ja, ne? Ich spiele. Also ich würde keine gestackten Waves oder so dafür verlieren, aber wenn es eine Wave ist... Also in meinem Kopf ist halt, ich krieg 5 Plates for free insgesamt und ich bin im Haus bei Grag, es hatte Barmix Cinder und Nidin habe oder so. Ist halt so einfach. Und ich weiß nicht, ob, zum Zeitpunkt haben wir doch gecallt, wir wollen nicht Lucian anfassen vor Zeit. Aber ich hab's auch gerade, ich glaube, der Play, wo ich mit TP'e, das war ein Waste Opportunity. Wenn ich da Botlane laufe, den Play mache, ich dann Top TP'en kann zum Beispiel, das wäre ja, super selbstsick. Aber ich glaube nicht wirklich für den zweiten Weg, ich ende mich an die Situation. Aber im Allgemeinen, Eine Sache, die du ansprechen, weil das war werte Stimmung so, weil ich habe gesagt, du kannst unten helfen oder wir brauchen unten Hilfe. Okay, also du wolltest halt nicht Justus Kommunikation haben. Ich will ja nicht Leuten helfen, ich will das Game gewinnen. Okay. Also er wollte das. Ich hab natürlich meine Narrow. Auspush wollte er. Ja, also einfach sagen, wir brauchen einen Auspush. Aber das, in hat, Fall. Aber das hast du hast sogar gesagt. Ja. Okay. Hast du gesagt, dann ging es aber trotzdem nicht. Also wir konnten da nicht einen Auspush. Ich war schon nach oben gefahren. Mhm. Das, damit kann ich was anfangen. Ja. Das, also damit, da hätte ich ja auch nicht so blöd, wäre ich auch nicht so blöd angekommen. Aber in der Situation kann ich ja nicht. Ja. Also ich wollte nur, also ich war nicht tilted, also ich bin obviously behind, aber ich war nicht tilted. Das war einfach. Das war eigentlich auch nur so, Hilfe ist für mich kein Problem. Ja, gut. Dann machen wir es genauer. Zweiter Drake wollt ihr sehen? Was war zweiter Drake? Da spawnt der zweite Drake. Genau, jetzt habt ihr Top-Turm. Oh, by the way, ich glaube, wir sollten auch deswegen viel früher der Top-Turm schon helfen, oder nicht? Ja, der ist da drüber geflasht! Ich hab einen Schlaganfall bekommen, dass ich. Ja, aber der war voll guter Flash, ey, gut! Gami, komm! Sehr schön! Das war richtig geil mit Individuen. Welche, was suchst du, Togin? Mich selbst, weil mein Kopf ist auf der Top-Lane. Weil ich mein Kopf ist. Ich rede schon von vorher, glaube ich. Ich glaube, du bist gerade in Arguin, oder nicht? Ich glaube, ich rede schon von vorher. Nee, bist du der Best.
Mikro ist aus, du Fisch. Kani ist nicht gestorben. Was? Warst du die ganze Zeit aus? Oh mein jemand, Gott. Jemand hat das ist Brücki Smurf und hat ihm das geschrieben. Ja, das ich okay, ja, scheiße. Das heißt, wir haben alles, was du vorher gesagt hast. Ja, war einfach wasted. Ja, egal. Okay. Nein, wir haben es ja gehört zumindest. Mhm. Ist ja kacke für Chat, aber whatever. Entschuldigung. Es, geht, ja, es, ist, es ist schon Zeit früher. Mehr. Also es ist eigentlich wichtig, dass wir sehen, wann. Ich glaube, nachdem Tolkien sein erstes Item voll hatte, da gab es eine wichtige Situation. Aber ist denn der Drake? Willst du den Drake fighten? Wenn ja, weil, also warum ist, weil ich denke, wenn Karma dabei ist, gewinnen wir jetzt schon jeden Fight. Ist das so? Ja. Also, Karma und ich sind unkillbar zusammen. Ja, ja, ja. Ne? Schon. Wir haben doch jetzt heute irgendwie, wir gehen irgendwie die ganze Zeit rein. Und zwar einfach so auf Gefühl. Wir wollten doch eigentlich so ein bisschen strukturierter spielen, ein bisschen mit Aufbau spielen. Und heute alles, was wir gemacht haben, das hat, glaube ich, sogar Tolkien während dem Spiel mal gesagt, das ist reine Solo-Queue. Oder was, Kani? Einer hat es während dem Spiel gesagt. Das ist reine Solo-Queue. Wir haben jeden Fight genommen, wir sind überall reingegangen, wir haben super viel gecheesed. Und wir haben die einzige Möglichkeit, wie wir Games gewonnen haben, ist, wenn wir zu fünft irgendwie in die Gegner reingewalzt sind. Wir haben nie irgendwie mit wirklich System gespielt. Bei der Draft fairerweise fallen ist, bei den anderen Games gehe ich komplett mit dir mit. Ja. Aber heute war echt schlecht, fand ich. Ja, oder die Gegner waren sehr gut. Also das kann natürlich auch sein. Oder beides. Egal, ich sag's. Okay, Entschuldigung. Oder sagen wir, das Gesamtniveau war heute nicht gut. Ist true. Ja. Okay. Gesamtniveau war gestern aber auch echt nicht viel besser. Ne? Also eigentlich sind unser. Ich dachte, wir steigen höher ein. Ja. Ich muss auch sagen, also beim Power-Level der beiden gegnerischen Teams, gegen die wir jetzt gespielt haben, das war so ein bisschen Confidence-Building eigentlich auch. Ne? Ja. Das sind gute Teams. Mhm. Und wir haben echt richtig reingeschissen. Mhm. Also gestern auch schon, das stimmt. Haben uns auch super schwer getan. Also wir müssen irgendwie morgen, gegen wen spielen wir morgen? Morgen haben wir keinen Scrim. Also Flex-Q, sagst du. Den ganzen Tag. Flex-Q, du und ich, Brügge. Ich meine, man kann in Flex-Q schon viele Sachen einwerfen. Ja, aber kann halt man schon. Ohne Gegner. Flexio, wenn dann spielen wir den ganzen Tag Flexio. Drei Stunden oder so, nicht den ganzen Tag. Okay, alles klar, gut. Aber wir müssen auf jeden Fall im nächsten Scrimblock müssen wir irgendwie ein bisschen strukturierter mal rangehen an die Sache, habe ich das Gefühl. Der nächste Scrimblock ist dann Evi, oder? Freitag Evi. Das ist tatsächlich unser bester Gegner, oder? Ja. Oh, das ist gut, actually. Ja, am Samstag haben wir nochmal ein Franzosenteam, die sind auch, ich glaube, alle Grandmaster und Challenger. Das ist sehr gut. Und dann, ja, Sonntag sage ich nicht. Weil wir haben Sonntag beim Scrim. Mhm. Wahrscheinlich. Wir haben Sonntag ein Scrim? Sag. Aber auf Stream. Sehr geil. Okay. Sehr geil. Was? Sehr geil, ja. Sehr geil. Aber wissen, super. Ja, wir verabschieden uns. Wir haben was vor, ne? Ja. Zeitlich. Teambuilding-Maßnahmen haben wir vor. Jo. Richtig. Ja, genau. Gemeinsam was lösen. Wir jetzt auch. Oder Bier. Weil hier sind schon ganz schöne Spannungen gerade, so habe ich das Gefühl. Nee, ich habe keine Spannung. Ich habe gerade mit Tama Toppling gewonnen. Ich bin so glücklich. Ich hab Hunger. Ja, so. Wir haben alle Hunger, aber jetzt müssen wir erst das Essen. Jetzt erstmal müssen wir den Raum verlassen können. Und dann haben wir das Essen verdient. Also, ganz das ist wirklich so. Supi. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Ja, Leute. Tschüss. Wir sehen uns, ne? Tschüss. Tschüss. Hello, Wo-Chat. Das Desaster dann Ende. Ich bin jetzt aber auch recht. Ich habe so Kohldampf. Ich habe so Hunger. Ich habe heute außer diesem Sub um 11 Uhr noch nichts gegessen. Ich brauche jetzt ein Bier und was zu essen dann. Nach, vor, während.